Ja, heute hier Interviewgast hier in unserem Penthouse-Büro in Graz, Österreich. Und wir haben uns schon damals auf der World of Trading voriges Jahr getroffen. Verlinken wir auch nochmal oben. Und dann würde ich sagen, soll er sich direkt mal selbst vorstellen, erzählen, wer er ist und was er so macht. Also außerhalb unserer Bubble wird man mich nicht so kennen, aber ich heiße Michael Burgstaller, bin seit über 10 Jahren bei der Trading-Plattform Atas beschäftigt und kümmere mich da um sehr viele Sachen. Trade auch über 10 Jahre schon. Ja, was gibt es noch für zu sagen? Ich komme aus der schönen Steiermark und bedanke mich einmal für die Einladung bei dir da. Gerne. Genau, also Michael ist ja bei Atas Trading-Plattform, kennt der ein oder andere schon. Und ja, erzähl mal, was bietet ihr eigentlich oder was macht ihr so? Wo ist euer Fokus so darauf? Ich fange mal damit an, was ich bei dieser Firma mache. Also, ich bin zuständig für Support, ich bin zuständig für die Weiterentwicklung, ich bin zuständig für die Kundenkommunikation. Das heißt, ich kümmere mich darum, wann Kundenfeedback reinkommt, das aufzunehmen und das im Prinzip dann im Entwicklungsprozess zu verwerten. Also in Wirklichkeit bin ich ein bisschen Mädchen für alles bei diesem Anbieter. Was wir machen und was Atas ist eine Handelsplattform. Ja, man kann damit Kryptos, Aktien, Futures handeln. Und Atas hat sich im Prinzip aufs Etikett geschrieben, dass sie sich eher in die Volumen- und Orderflow-Analyse verschreibt. Das heißt auf gut Deutsch, man arbeitet nicht einfach nur mit Kerzen, sondern man schaut in die Kerzen rein und analysiert das Handelsvolumen und versucht so, das in seine Strategie einzubringen, damit man abschätzen kann, welche Partei der Käufer oder der Verkäufer im Moment die Überhand hat. Also das ganze Thema ist riesig. Das geht sich da bei unserem Interview nicht aus. Aber es ist eine hochkomplexe Sache und wir versuchen einfach einen Marktvorteil durch die Datenaufbereitung, die wir von der Börse bekommen, einen Marktvorteil herzustellen, damit man sich bei seinen Handelsentscheidungen leichter macht. Also leichter tut im Prinzip. Genau, es ist sehr umfangreich, was es so anbietet darin. Also man kann eben doch sehr viele Informationen daraus ziehen. Ist auch ziemlich marktführend in dem Bereich, würde ich mal sagen, von der Plattform her, von der Handhabung, von der optischen Aufbereitung auch so, dass technisch alles hinhaut, ist ja auch nicht so selbstverständlich in der Branche, dass da alles so flüssig läuft und so weiter. Es gibt kein hundertprozentig flüssig. Also man hat in einem Entwicklungsprozess, wo programmiert wird, immer wieder mit kleinen Bugs zu kämpfen, die sich einschleichen, die dann natürlich gleich wieder korrigiert werden. Ja, und es ist ein Mega-Aufwand. Wir haben mittlerweile 300.000 aktive Kunden weltweit. Und da kann man sich dann natürlich vorstellen, da kommt viel Kundenfeedback, dann kommen Fragen von den Kunden. Wir bieten auch in der Plattform direkt an, also eine komplette, nicht Trading-Ausbildung, aber eine Ausbildung über die Materie, über das ganze Volumen und Orderflow-Ding. Das heißt, der Kunde kann sich selbst einmal da die ersten Steine setzen, damit er in die Materie eintaucht und versteht, um was es da überhaupt geht. Und es ist halt nichts, das was man von einem Tag auf den anderen lernen kann. Also man muss sich wirklich beschäftigen mit der Materie, sonst wird das nichts. Genau, also Michael macht ja auch doch ein paar Videos dazu, wie man das Ganze macht, so auf YouTube. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 30 Stunden Material auf YouTube, wo gewisse Module erklärt werden, wo erklärt wird, was gewisse Kennzahlen in dem Ganzen, also da geht es ja dann um Volumen, um Delta, da geht es um Spreads, da geht es um ganz viele verschiedene Schlagwörter, mit denen man am Anfang wahrscheinlich gar nichts anfangen kann. Und man muss einfach den Händler dorthin leiten und einmal erklären, was das Ganze ist. Weil es ist einfach, jetzt ist es nicht mehr so neu. Wir waren halt im Prinzip vorne dabei, schon vor 10 Jahren, was mit dem Arbeiten. Man hat es früher, also für die, was jetzt mit dem Handel noch nichts am Hut haben, man hat meistens einen Chart mit Kerzen. Und diese Kerzen bilden im Prinzip die Preisbewegung ab in einem gewissen zeitlichen Horizont. Und wir tauchen in diese Kerzen ein, quasi. Wir können da reinzoomen und sehen, wie viele Leute das dort verkauft und gekauft haben.
Und auf der anderen Seite haben wir auch noch das Limit-Order-Buch, wo die ganzen Aufträge drinnen stehen, die abgehandelt werden sollen oder auch nicht. Und man analysiert das Ganze dann gemeinsam und versucht eben einen Marktvorteil daraus zu ziehen. Und was heute ist ein guter Tag. Heute releasen wir zum Beispiel in der Plattform ein neues Tool, wo wir Eisberg-Orders analysieren können und am Chart darstellen können. Ganz kurz drüber gebrochen, was Eisberg-Order ist. Eine Eisberg-Order ist im Prinzip eine Order, die du im Markt einlegst, die du siehst nur einen Bruchteil von dem, also quasi Eisberg. Und hinterhalb wird die Order ständig neu befüllt bzw. aufgestockt. Angenommen, eine große Bank oder eine große Institution möchte extrem viel Stücke jetzt von einer Aktie oder von einem Index oder sonst irgendwas kaufen, kann die das nicht machen. Also zum Beispiel, jetzt nehmen wir es mit Aktien, weil es leichter zum Erklären ist. In dem Zusammenhang. Nehmen wir Apple her. Jetzt haben wir einen großen Kunden, der möchte, was weiß ich, 300.000 Apple-Aktien kaufen. Wenn er das auf einmal macht, dann räumt er das komplette Buch leer. Also alles, was an Angebot da ist, und verschlechtert sich selbst seinen Preis. Und so kann man sich das bei den Futures vorstellen. Der möchte extrem viele Stücke kaufen, kann das aber nicht auf einmal machen. Und wir analysieren diesen Vorgang. Und wenn man das weiß oder sieht, wo eben solche Marktakteure drinnen sitzen, die ja, extreme Stücke kaufen, dann kann man eben Handelsentscheidungen aufgrund dessen treffen. Und das sind halt alles so Dinge, die wir in der Plattform machen und anbieten und natürlich die Plattform ständig erweitern. Ja, genau. Das heißt, wir bilden ja hier beim ersten zertifizierten Trading-Ausbildungszentrum aus Graz, Österreich, die Leute aus, dass die hier eben konstant handeln können. Und ATAS ist eben vor allem eine Plattform, wo ich dann hier eben analysieren kann. Das Ganze eben dann auch mit der geilen Funktion jetzt ist ziemlich cool, weil früher war es ja eher so, dass die großen Player versteckt haben, dass sie immer klein gekauft haben. Und das legt ja ihr somit jetzt dann hier öffentlich, sage ich Das mal. ist der Sinn der Sache und der ganze Sinn dieser Software, die wir anbieten, ist einfach, den Markt aufzubrechen und transparent zu machen. Also wir wissen, wo, also an welchen Preismarken wird viel gekauft oder wird viel gehandelt. Das heißt, wo ist das Interesse? Wo im ganzen Chart ist kein Interesse da? Der Markt bewegt sich zwar, aber mit relativ wenig Volumen zum Beispiel. Und das ist noch immer die alte Regel und die gilt nach wie vor. Wenn man eben in diese Volumenanalyse geht, dann sieht man eben, dass sich der Markt von Volumen zu Volumen bewegt, meistens. Also es gibt keine 100%-Regel. Aber man sieht halt, wo es für die Masse interessant ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Und das ist im Prinzip was wir so transparent und einfach wie möglich vor allem. Also wir machen da keine Doktorarbeit draus. Die Software soll dann einfach unter die Ärmel greifen und helfen dabei, gewisse Sachen zu sehen, was man halt in einem normalen Chart nicht sieht. Und wir verarbeiten da die Börsendaten. Also wenn irgendwo in Amerika wer auf den Knopf drückt und ein Stück kauft, dann sehe ich das in meinem Terminal, dass dort wer das eine Stück gekauft hat. Und wir arbeiten im Prinzip diese ganzen Daten, die von der Börse reinkommen, arbeiten wir auf und machen das visuell so ansprechbar, dass man damit arbeiten kann. Ja, sehr cool. Genau, wir arbeiten ja vor allem sehr auf dem blanken Chart. Man sieht ja immer Angebot und Nachfrage, das Spiel zwischen Käufer und Verkäufer. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Und zusätzlich kann man sich hier nochmal sehr viele Informationen dazuziehen, um das eben sonst zu unterstützen. Ja. Ja, also die ganze Sache, so wie mit jedem Indikator, mit jeder Software und mit jeder Strategie, es gibt keinen heiligen Gral. Das gibt's nicht. Und viele, die neu in das Geschäft, Handel, Trading reingehen, die suchen halt am Anfang immer einen Indikator, der einen sagt, jetzt wird da, wenn der Pfeil grün ist, dann musst du dort kaufen und wenn der Pfeil rot wird, dann musst du dort verkaufen. Ihr könnt das alles machen. Also ich bin lang genug dabei, um euch sagen zu können, dass das nicht so einfach ist. Und genau aus dem Grund gibt es eben gewisse Tools, wo man eben etwas mehr reinschauen kann oder eben Ausbildungen, die eben den Weg ein bisschen vorgeben und ein bisschen zeigen, das ist nichts, was erledigt ist in ein, zwei Tagen. Ich habe mir das ehrlich gesagt vor über 10 Jahren auch selber gedacht. Also ich habe da Werbung gesehen. Fernsehen, kann mich noch erinnern, ich glaube, das war FX Pro Werbung, Trade Like a Pro, und ich habe mir gedacht, wow, das schaue ich mir jetzt einmal an. Ist ja ganz einfach, wenn die Kerzen grün ist, dann kauft man, wenn die Kerzen rot ist, verkauft man. Und zwei, drei Konten später hast du dann irgendwann einmal die Erkenntnis, dass es dann doch nicht so leicht ist.
und dass du das mit einer Struktur und mit einem Wissen angehen musst, weil sonst bist du tot. Ja. Innerhalb verkürzester Zeit sind deine Konten fort und dein Geld ist fort und du bist dann im Prinzip ein bisschen depressiv, weil es nicht so hingehauen hat und du hast dann finanziellen Schaden auch. Deswegen sage ich, also das Geschickteste, was man machen kann, wenn man sich nicht alles selber lernen möchte, das geht auch, ist es wirklich zum Ausbildner zu gehen und zumindest den Vorbau und den Grundstock sich lernen zu lassen. Da spart man sich Zeit und man da spart sich extrem viel Geld. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe jetzt 10.000 Euro irgendwo beim Broker und ich probiere ein bisschen um und um, innerhalb verkürzester Zeit ist das Geld einfach weg. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob das Geld nicht besser investiert gewesen wäre, wenn man zu einer, also ich mache jetzt für keine Ausbildung irgendwo Werbung, aber ob es nicht besser ist, wenn man sich irgendwo einen Profi schnappt und der zumindest die ersten Steine, die was auftauchen werden, zu 100%ig aus dem Weg rammt. Und sonst wird man auf Dauer keine Freude damit haben. Also nur die wenigsten. Also bei mir, wie ich angefangen habe, das hat da nicht wirklich diese Ausbildungen gegeben und schon gar nicht im Bereich Volumen, Orderflow. Das hat es ein bisschen in Amerika gegeben, vor über 10 Jahren, und ein bisschen in Russland. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da in die Foren herum gegeistert bin. Es war alles kyrillisch, dann habe ich das in den Übersetzer schmeißen müssen, damit ich mir das überhaupt irgendwie ein bisschen beibringen habe können, was damals war. Und nachdem mich das damals so interessiert hat, hat es im Prinzip nur 2, 3 Anbieter gegeben, die sich auf das spezialisiert haben. Und ich bin dann als Kunde seinerzeit bei Atlas gelandet. Und mich hat das so fasziniert. Und das war eigentlich, das ist dann ein ganz anderes Handeln, dass ich dann angefangen habe, eben Berichte und Blogs zu schreiben und für die Leute, keine Schulungen, aber ich habe einfach Artikel geschrieben, wo das Ganze erklärt wird und das hat so gut funktioniert, dass ich dann irgendwie mit Atlas dann zusammengekommen bin und ich arbeite jetzt über 10 Jahre für diese Firma, also was ein ganz ein cooles Arbeitsklima ist und die sind auch sehr innovativ und sie sind Community getrieben oder Kunden getrieben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kundenstock habe, wie gesagt, jetzt da über 300.000 haben wir die Plattform ständig nutzen. Die, was in der Demo sind und die, was sich das einmal anschauen, die Zahl ist viel höher. Aber wir hören eben auf das Kundenfeedback. Wir schätzen dann ab, was wichtig ist, was nicht wichtig ist und aufgrund dessen Feedback passen wir die Plattform an. Und wir machen das aber so, dass die Plattform nicht über die Zeit dann ein voll kompliziertes Konstrukt wird, wo sich keiner mehr auskennt. Ja. Also bei uns ist die Usability ganz, ganz wichtig, dass man auch in Ruhe arbeiten kann. Es hat keinen Sinn. Also man muss jede Plattform lernen. Da führt eh kein Weg dran vorbei. Aber es hat keinen Sinn, dass ich mich langfristig mehr mit der Funktion der Plattform auseinandersetzen muss und da monatelang lernen muss, wie ich das bediene, wo ich eigentlich dann schon handeln kann und trainieren kann. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Es sollte keiner hergehen, der was sich für das Thema interessiert, ein Geld in die Hand nehmen, zu einem Broker gehen, und blind drauf loshandeln. Den Fehler habe ich gemacht. Ich auch, ja. Und deswegen ist es immer gut, die Möglichkeit zu haben, zu trainieren, zu recherchieren, zu schauen, funktioniert, was nicht. Und wir haben halt für alle unsere Kunden, die bei uns sind, ein dauerhaftes Demokonto. Das heißt, der startet die Plattform, vergibt sich selber ein Simulationskapital. Sind es 10.000, sind es 100.000 oder sind es 500.000? Und mit diesem Kapital kann er mal technisch lernen und probieren zu handeln und einmal schauen, wie das Ganze sich wirklich verhaltet. Weil es ist ja hochinteressant. Man kann ja da 5 Stücke kaufen, der Kurs bewegt sich ein bisschen, je nachdem, welches Asset das man handelt, und das sind einmal 2.000 Euro weg. Ja. Und das, also alles, was du schnell gewinnen kannst, natürlich kannst du auch ganz schnell verlieren. Und deswegen ist es ganz wichtig und ganz, ganz wichtig. Also das ist das Wichtigste, dass man immer zuerst schaut, wie weit bin ich überhaupt von meinem Wissensstand her? Wie funktioniert das? Dann kann man das am Simulationskonto üben. Und dann ist es noch einmal eine ganz andere Liga, wenn man das dann mit seinem eigenen Geld macht. Weil dann kommt der psychologische Aspekt dazu. Weil wenn ich ein Simulationskonto habe und ich verliere mal 2.000, weil das Verlieren gehört genauso dazu wie das Gewinnen. Keiner gewinnt immer. Das gibt's nicht. Dann wird's ganz anders in die Finger, wenn man zum Beispiel ein zu kleines Konto hat und zu viele Stücke kauft
Dann sitzt man dann vor dem Computer, ich weiß auch, von was ich rede in dem Fall, man kriegt spitzige Hände, man hofft irgendwie, dass das noch da gut geht und so. Das ist alles für nichts. Ja, also wenn man das ohne Struktur und ohne Plan angeht, glaubt man, es wird wehtun. Auf der anderen Seite muss es hin und wieder ein bisschen wehtun, dass man gewisse Sachen lernt. Also den Prozess werden alle durchgehen, die neu anfangen damit. Also, und wie gesagt, zuerst Demo, üben, 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 und dann live, und dann merkt man schon, was da für ein psychologischer Druck dazu kommt zu dem Ganzen. Und, aber da kommt man nicht dran vorbei, ja, mehr oder minder. Es gibt jetzt da diese Möglichkeit, über Prop Companies zu handeln. Genau. Nicht? Also da bekommt man im Prinzip eine Schablone, wo du Regeln hast, an die du dich halten musst. Die kostet zwar auch Geld, aber du hast bei weitem nicht das Risiko, was du jetzt da beim Broker hast, wo du sagst, du hast deine 20.000 ersparten Geld, das hast du da irgendwo auf dem Broker um und da probierst jetzt einmal und mal schaut, was rauskommt. Prop Company funktioniert im Prinzip so, du kaufst dort eine Challenge, du hast dort Regeln, du hast einen Zeithorizont, wo du was erreichen musst, und wenn du dieses Regelwerk und diesen Zeithorizont bestanden hast, dann wird dein Konto umgemünzt in einen Funded Account, heißt das, ne? Und dann kannst du im Prinzip mit fremdem Geld dort handeln und deine Gewinne rausziehen. Wie das genau funktioniert, kannst du mal erklären. Das wäre halt die alternative Möglichkeit, die was nicht schlecht ist, vor allem weil der Kapital mehr oder minder gesichert ist. Also du kaufst Hausnummer jetzt eine Challenge um 90 Euro oder um 150 oder um 200 Euro, kriegst eine gewisse Kontogröße. Du hast deine Regeln, an die du dich halten musst. Schaffst du das, steigt diese Challenge einfach um auf einen Funded Account und du hast dann genauso deine Regeln, kannst dann weiter handeln und kannst du deine Gewinne rausnehmen mit einem Profit Sharing. Das heißt, die Firma verdient an dir natürlich mit, aber du aber hast kein Risiko. Ja, also das wäre das Thema Prop Trading, genau. Hat eigentlich schon sehr viele Begrifflichkeiten jetzt schon aufgegriffen, erklärt etc. Wie er schon gesagt hat, das Wichtigste ist eigentlich immer, so wie auch bei uns, wir haben ganz klare Systeme und Prozesse, Routinen und Disziplin, dass wir eben das ganze Thema Mindset, Emotionen ziemlich aushebeln. Und so wie ich es auch aufgebaut habe, eben 6 Monate Intensivtrading-Ausbildung in 4 Schritte. Das heißt, Schritt 1 ist immer das Wichtigste für alle, das richtige Praxiswissen auf den Punkt gebracht. Weil es gibt eben so viel Theoriemüll, sage ich mal, der eine sagt so, der andere so. Und du willst ja hier nicht irgendwie hunderte, tausende Stunden dir Informationen reinziehen, was das meiste wieder vergessen kannst oder widersprüchlich ist, sondern das Wichtigste, was in der Praxis funktioniert, dass das auf den Punkt beigebracht bekommst, direkt auch richtig anwendest, erlernst, so wie auch bei mir, ich kontrolliere das immer, weil nur Videos schauen, es bringt nichts. Und dann erst, wenn das mal steht, dann geht man über auf Schritt 2, das ist eben Research, das Grundfundament, weil die Soldaten der Strategien erarbeiten, das, was wirklich dann funktioniert, das ist mal das Wichtigste, das Grundfundament, eben auf dem steht und fällt alles. Und erst wenn das dann tiptop passt, dann geht man erstmal über eben in den Demohandel, so fiktives Geld, da kann ich nichts verlieren, da kann ich Monate, Jahre lang im Endeffekt rumtun, habe nichts verloren, das ist das Wichtigste. Auch ich, so 10.000 Euro Konto, das ist auch mal in wenigen Stunden weg. Man weiß, wovon man da redet, das ist einfach sinnlos, ja, weil man hat hart für das Geld gearbeitet und hier sinnlos das rauspulvern, dafür ist es auch nicht da, ja, oder? Ja, die Börse bestraft dich einfach beinhart. Also da gibt es auch gar nicht drum rumreden oder sonst irgendwas. Wenn man dort Fehler macht oder wenn man psychisch das nicht schafft, dann ist das Geld weg und da gibt es kein Schönreden. Auf der anderen Seite, heute ist wie ein Kollege von mir mit dem Sprichwort, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn man Geld verdient damit, dann passt's. Ja? Genau. Also es gibt sicher hunderte Strategien, die funktionieren. Es gibt aber tausende Strategien, die mittlerweile nicht mehr funktionieren. Und da muss ich den Kollegen recht geben. Wenn ich heutzutage mein YouTube aufrufe, werde ich ja bombardiert mit Sachen, wo ich mir dann denke, wow, also das sind Dinge, die seit, weiß ich nicht, die funktionieren schon länger nicht mehr, als ich überhaupt dabei bin. Und die werden halt einfach neu verbockt mit irgendwelchen Marketing-Mascherln herum. Ja, ja. Und
versuchen halt gewisse Indikatoren zu verkaufen oder Trading-Bots zu verkaufen, wo dir die 200% Rendite versprechen und so weiter und so fort. Der negative Aspekt bei diesem ganzen Business, sei es jetzt der Plattform, Ausbildner, Prop-Companies, ist einfach der, dass extrem viel Schundluder getrieben wird mit dem ganzen Business. Und es gibt ganz, ganz viel ahnungslose Leute da draußen, die sich zwar für dieses Thema interessieren, aber dann beinhart von diesen ganzen Marketingmaschinen abgejausnet werden. Die kaufen sich dann, was weiß ich, Indikatoren um 4.000 Euro, weil einer versprochen wird, mit diesen Indikatoren werden sie reich. Trading-Bots, wo da versprochen wird, du brauchst dort eigentlich nur mehr auf Play drucken und ja, dein Konto geht dann vor alleinig hoch. Das sei ich auch gesagt, das ist absoluter Müll. Ja? Und das meiste ist absoluter Müll. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Das hat sich in den letzten Jahren einfach so entwickelt, dass da sehr viele Heilsversprechen gemacht werden, weil es einfach nicht einfach ist. Ja, also es wird ihnen versprochen, dass es einfach ist, was in Wirklichkeit nicht einfach ist. Und alles, was irgendwo euch angeboten wird mit 500% Rendite, 1000% Rendite, das könnt ihr so, wie ihr es kriegt, nehmen und kübeln. Ja. Ja. Genau. Nee, ich höre ja auch immer wieder mal, da kommt wer, denkt sich, ja, er will jetzt durchs Training Geld verdienen, ganz klar, jeder will da Geld verdienen, ist ja auch völlig legitim, dafür machen wir das ganze Jahr. Und wenn einer sagt, hey, lauf irgendwie am Tag 50 Mal ums Haus und kriegst das gleiche Geld, ja, dann mache ich das halt. Aber schlussendlich, da gibt es echt Leute, die denken, ja, ich kaufe da irgendwie so einen Videokurs oder so eine Art Ausbildung, was das Wort schon mal nicht verdient, maximal Coaching, wenn überhaupt, irgendwie für 1.000 Euro und dann läuft es und ich brauche da vielleicht nicht viel machen und so weiter. Das ist halt einfach schlecht aufgehoben, ja. Oder auch schon sind doch einige Familien oder auch daran zerbrochen, weil die einfach versucht haben, das irgendwie selber anzugehen. Das kann ja auch eine Sucht werden, eine Spielsucht im Endeffekt auch. Es gibt auch einige Zocker und so weiter. Deshalb, das kann einfach sehr nach hinten losgehen, wenn man das einfach irgendwie selber angehen will oder da einfach das falsch angeht, in die falsche Richtung läuft. Und deshalb muss man oder sollte man es immer richtig angehen, ja, weil es gibt eben so keine Abkürzungen. Aber es ist einfach richtig geil, weil schlussendlich, wenn ich jetzt eine Selbstständigkeit mache oder so, ich habe dann vielleicht Mitarbeiter, ich habe Geräte, dann habe ich Lagerhallen und so weiter. Ich muss ja alles gesetzliche, Steuerberatung und so weiter, das Ganze alles einhalten. Es ist sehr viel, was da zusammenkommt, vor allem auch ein Risiko, auch dann finanziellen. Und Trading ist halt schlussendlich das geilste Business auf der Welt, weil du kannst im Endeffekt mit Internet, Laptop von überall aus machen, auch Kunden von mir. Einer aus Graz, der ist jetzt Zypern, oder einer aus Deutschland, der ist dann aus Spanien ausgewandert. Oder einfach einer hat gesagt, er ist selbstständig, er will in seinen Urlaub, da verdient er nichts, wenn er nichts arbeitet, da will er auch was dazu verdienen, deshalb ist das für ihn so interessant. Und ja, das ist halt der Vorteil der heutigen Zeit, weil vor 10 Jahren, da hat es ganz anders ausgeschaut. Auch ich habe einige Coachings durchgekauft und immer wieder habe ich dann gesehen, auch bei Leuten, was schon seit Jahrzehnten hier in diesem Bereich tätig sind, wie schlecht das im Endeffekt beigebracht ist. Weil ich will ja nicht tausende Stunden Videoinhalt anschauen, wie da im Endeffekt ein bisschen über das Wetter geredet wird oder wie auch immer. Also ich will ja auf den Punkt gebracht, neben meinen Alltag, weil jeder arbeitet ja ganz normal, man hat ja einen normalen Job, Vollzeit mindestens 40 Stunden, auch bei mir die Kunden teilweise viel mehr. Und da will ich es nebenbei so effizient wie möglich, eben so schnell wie möglich erlernen und vor allem konstant nachhaltiger. Weil wenn ich es einmal erlernt habe, so wie beim Fahrradfahren, dann kann ich es ja immer wieder anwenden. Ne? Und das ist eben das Geile. Ja, vor allem, wenn man es einmal erlernt hat, dann kann man sich selbst auch weiterbilden. Weil man kann sich seine eigenen Strategien dann an Research betreiben und man kann dann schauen, was könnte ich besser machen. Da sind wir wieder bei den Prozessen. Ja. Das liegt dann ja bei einem selber auch, dass er sich im Prinzip dann weiterentwickelt. Ich meine, ich kann jetzt zu deiner Ausbildung nichts sagen. Ich weiß nicht, was da drinnen vorkommt. Ein paar Einblick hat er gekriegt, auch in die Templates etc., ja, was wir haben, damit alles eben viel strukturierter und schneller, effizienter abläuft. Ja. Aber was ich zum Thema Ausbildungen sagen kann, das trifft genauso die Ausbildungen, was ich jetzt gerade vorher über Spezialindikatoren und Trading-Roboter und es trifft auch die Ausbildungen. Es gibt mittlerweile da draußen, ich weiß es nicht, wie viele Ausbildungsprogramme es sind, werden Tausende sein. Lass es Coaching. Ich bin immer sehr heikel, sage auch bei den Erstgesprächen. Dann soll es Coaching sein. Und auch da ist extrem aufzupassen, was einem da angeboten wird. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass ein Coaching um 1.000 Euro oder um 500 Euro, da muss man sich einmal überlegen,
was da in diesem Angebot drinnen ist. Und wenn auch da einer um die Ecke kommt und sagt, wenn du bei mir warst, dann machst du deine 500 oder 1000% Rendite, dann würde ich schon mal wieder einen Schritt zurück machen. Man muss halt schauen, was ist heutzutage realistisch. Und er hat vollkommen recht, Trading ist ein toller Job. Also man ist unabhängig, man kann sich den Tag selber einteilen, man kann auf der ganzen Welt im Prinzip das Gleiche machen, mehr oder minder. Ja, das ist eine feine Sache und es ist im digitalen Zeitalter ein Hammer. Aber man muss sich im Klaren sein, von nichts kommt nichts. Ja, also entweder das ist ein sehr langer und schmerzvoller Weg, man lernt sich das alles selbst. Und ich sage das Gleiche, was ich gerade vorher gesagt habe. Oder man nimmt sich halt Hilfe an die Hand, seriöse Hilfe vor allem und nicht. Ihr kennt das sicher, ihr braucht es nur mal durch YouTube und durch Facebook schauen, was da alles daherkommt. Man muss dann wirklich genau hinschauen, was bietet derjenige an, was gibt es für Referenzen, der was schon dort war und so weiter und so fort. Und da schaut man sich das halt an. Ich kaufe auch kein Auto um 20.000 Euro und schaue mir das vorher nicht an und lasse mir es einfach vor die Haustür liefern. Das ist euer Geld und da müsst ihr wirklich schauen, wie sie das sinnvoll investiert, ohne dass ihr über den Tisch gezogen werdet. Ja, das ehrlich ausgesprochen, so wie es ist. Genau, das ist ja eigentlich mein größtes Problem oder unseres von Smart Trading Agents ist eigentlich echt nur dieses, dass die sagen, wenn ich mit denen reden, Kunden dann oder Interessenten, ja, warum bist du nicht schon früher gekommen? Ja, die haben uns nicht gekannt. Also die googeln dann oft und sobald die irgendwie auf uns aufmerksam werden, vielleicht ein paar Tage, Wochen verfolgen, dann sagen sie, hey, das ist genau das, was ich suche, ja. Wo ich von null weg vor allem, das richtig schnell intensiv auf in 6 Monaten, das ist top. Früher war es ein Jahr durch die Kunden, durch die Perfektion der Schritte, weil wir haben ja jetzt nächstes Jahr am 11.01.2025 5-jähriges Firmenjubiläum, also doch schon einige Zeit lang die ganzen Prozesse durchoptimiert und dadurch hat sich es eben durch die Kunden, durch die Prozessoptimierungen automatisch so ergeben, ja. Und das ist schon genial, ja. Natürlich, von nichts kommt nichts, habe ich auch eine Domain dazu, aber das erfährt sonst schon mehr, was zufällig da mal raufkommt. Aber schlussendlich geht es darum, man muss einfach Umsätze machen, weil egal was du machst, du musst einfach Umsätze machen, bei mir auch. Es ist einfach zum Umsetzen. Wenn jetzt einer denkt, der kauft die Ausbildung, lehnt sich zurück, dann passiert gar nichts. Er muss einfach machen, was ich sage. Dafür weiß er immer, was wann wie zu machen ist. Und wenn er selbst mal eine Frage, eine Unsicherheit hat, hat er immer direkt Montag bis Sonntag direkt eine Antwort. Und das ist das Geniale, weil wenn ich eben ein Problem habe, dann will ich ja direkt eine Lösung. Und ich arbeite eben sehr, sehr eng mit den Kunden zusammen, auch nur zusätzliche monatliche Gespräche und so weiter, damit ich eben, so wie du schon gesagt hast, nahe an den Kunden bin, das direkte Feedback habe und das richtige, wichtige Feedback direkt umwandeln kann und hier alles weiter verbessern kann. Weil ich sehe ja, wo haut es hin, wo noch nicht ganz, wo muss ich nachoptimieren und dann wird es ja immer besser, weil egal was ich mache, es ist im Endeffekt immer alles gleich und das kann ich durchoptimieren. Ja. Und da ist halt wichtig, dass es mal richtig durchperfektioniert ist, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass vor allem, wenn ich das vorhabe, dass ich so eine Ausbildung mache oder mich mit einem Trading beschäftigen möchte, ist es einmal ganz wichtig, sich selber eigentlich im Klaren zu sein, dass man das durchziehen muss. Ja, man wird nach 2 Monaten irgendwann einmal draufkommen, boah, Wahnsinn, funktioniert nichts. Ja, also da muss man sich an sich selbst einmal arbeiten und das durchziehen. Und die zweite Seite ist, und das hören manche Ausbildner nicht gern, es ist nicht jeder fürs Trading gemacht. Ja. Das ist tatsächlich so. Es kann auch nicht jeder Airbus-Pilot werden. Das geht nicht. Da gibt es ein Auswahlverfahren, da wird vorher einmal geschaut, ist dieser Mensch, es tut mir leid, dass ich das so sage, ist dieser Mensch geistig und körperlich imstande zu handeln? Geht das? Oder im Prinzip ein Airbus-Pilot zu werden. Ich kann jetzt nicht zur Lufthansa rausfahren und sagen, so, ich möchte jetzt Airbus-Pilot werden, gibt es mir die Ausbildung. Die schauen ganz genau, ob ich fähig, befähigt bin dazu. Und es ist nicht jeder Mensch befähigt. Und das hat meistens eher was mit der Psyche zu tun. Manche schaffen das nicht. Das ist wie mit Glücksspielerei. Ja, manche müssen wirklich einen Entzug machen, weil sie es nicht schaffen, auf diesen Knopf zu drücken. Und beim Trading ist es so ähnlich. Ja, es gibt Menschen, die handeln, die machen Verluste und dann müssen die diese Verluste sofort wieder reinholen und dann passiert das nächste Mal wieder.
dann haben sie noch mehr Verluste. Dann versuchen sie diese Verluste sofort reinzuholen. Und das geht so dahin. Ja, das geht so dahin. Und das ist die psychische Komponente. Und es ist nicht jeder psychisch so stabil, sage ich es jetzt mal ganz salopp, dass die das aushalten. Und schon gar nicht, wenn es ums eigene und ums viele Geld geht. Und das sind dann meistens die, die was eben im Blindflug durch die Gegend fahren, die was dann halt auch nach 2, 3 Jahren wahrscheinlich schon 50 bis 100.000 Euro in diesen Markt investiert haben, aber noch nichts rausgeholt haben. Und man muss sich halt im Klaren sein, ob man das möchte. Das ist einmal das Allerwichtigste, dass der Wille da ist, dass man das angeht und auch wissen, dass das jetzt da nicht in 2, 3 Tagen erledigt ist. Und in 5 Tagen sind wir nicht reich und in 10 Tagen fahren wir nicht irgendwo Porsche. Ja. Genau, weil es ist einfach so, Leute schreiben mir auch, hey, was kostet die Ausbildung, will das so kaufen, wie auch immer. Und ich denke mir so, hey, kommen wir ins Erstgespräch, dann habe ich ganz genaue Parameter, was ich abchecke, weil ich lehne sehr, sehr viele ab, weil es muss einfach passen. Und da lehne ich lieber einen zu viel ab, einen zu wenig, weil die Qualität ist mir das Allerwichtigste, auch meine Kunden etc. ist einfach cool, vor allem menschlich, charakterlich, das muss top passen. Und da habe ich doch einige Vorgaben und auch das Thema Psychologie, Mindset etc., das habe ich alles auch durch Systeme, Prozesse und auch Tools, was ich habe, interne, eben unterbunden. Dass wenn er so einen Blödsinn machen würde, erst einmal kriegt er von mir richtig eins auf den Deckel, damit er es eben wieder richtig macht, weil es ist auch wichtig, knallhartes, ehrliches Feedback, nur so kann man sich weiterentwickeln und dass ich eben Tools habe, was sagen, hey, du hast bestimmtes Verlustlimit erreicht, es werden alle Orders automatisch geschlossen, du bist für diesen Tag deaktiviert. Nicht mal, wenn du willst, kannst du weiterhandeln. Und das ist eben das Wichtige, ja. Sind auch einige Faktoren, auch das Thema Prop Trading, das will ich jetzt nicht aufreißen, es wird den Rahmen sprengen, habe ich eh vorher mal gerade im Gewinner-TV-Interview hier mal ausgepackt, da hat er mich eiskalt erwischt beim Interview, da kommst du nicht aus. Aber verlinken wir mal oben, könnt ihr euch da zu dem Thema eben informieren, das ist eben eine coole Sache, dass ich da eben nicht irgendwie Zehntausende Euro, Hunderttausende Euro selbst investieren muss, sondern Hausnummer mit 1.000 Euro hier einfach ein sehr großes Konto handeln kann. Ja, aber alle Infos im Interview abchecken. Und ja, erzähl mir nochmal kurz, weil die Zeit wird ein bisschen knapp, so die Zukunftsvision von Atas, was habt ihr da vielleicht noch coole Tools oder was habt ihr da so geplant? Nun, da kommt sehr viel. Also wie gesagt, mit dem heutigen Tag wird der Startschuss gegeben für diese ganze Eisberg-Order-Geschichte. Wir sind jetzt dabei, Forward Curves in Atas zu implementieren, was das genau ist. Ihr könnt das googeln, das kann ich jetzt da nicht ausführen. Wir gehen auch vermehrt jetzt rein in den Bereich Optionen. Das heißt, in kürzester Zeit wird es dann einmal Optionen in der Plattform geben. Es ist ein ständiger Prozessoptimierungsvorgang bei uns im Gange. Also was Tools betrifft, die du verwenden kannst, auch was die Optik und die Usability betrifft. Es kommen extrem viele Sachen. Es wird auch in Zukunft möglich sein, eben solche Prop-Trading-Challenges heißt es, wo du einfach das durchstehen musst mit den Regeln, in der Trading-Plattform kostenfrei bei uns zu simulieren. Das heißt, du kannst auch so eine ganze Challenge dir aufsetzen mit diesen Parametern, die eben benötigt werden, und kannst das einmal probieren, ohne dass du da Geld investierst, wie du dir bei so einer Challenge tust, ob du diese Regeln überhaupt aushaltest oder nicht. Wollen wir wieder beim Mindset sein, was ein ganz wichtiges Thema ist. Ja, er hat gemeint, wenn der Tagesverlust erreicht wird, dann schaltet die Software ab und du kannst nicht mehr handeln. Ich habe ja auch ein Tagesverlustlimit und wenn ich das erreiche, dann höre ich auf zu handeln. Aber das können halt viele nicht. Ja, viele, wenn ich jetzt meinen Verlust habe, dann schalte ich ab. Manche brauchen das eben so, dass die Software für dich abschaltet, damit du nicht in Versuchung gerätst, dein Minus, das du eh schon generiert hast, noch zu vergrößern. Also das ist eben genau diese Kerbe Mindset und Psychologie, wo das unterstützend wirkt. Und so ein Risk-Manager-Parameter wird es in unserer Plattform auch in Kürze geben, wo du im Prinzip deinen Kollegen, deiner Frau, dein Partner, was auch immer, ein Passwort gibst. Wenn das Verlustlimit erreicht ist, dann schaltet die Plattform ab. Das heißt, du kannst keine Orders mehr setzen. Und mit diesem Passwort könntest du es wieder aufmachen, sonst geht es erst am nächsten Tag wieder. Und das sind so Kleinigkeiten, was eben den Kunden auch hilft,
das Ganze zu machen. Auf der anderen Seite versuchen wir jetzt da eine Art Trading-Tagebuch in die Plattform zu bringen, wo wirklich statistisch alles ausgewertet wird. An welchem Wochentag performst du wie? Zu welcher Uhrzeit performst du wie? Mit welchen Instrumenten performst du wie? Mit welchen Strategien performst du wie? Und wenn du diese ganzen Kennzahlen und Daten hast, dann kannst du natürlich gut rausfiltern, wenn das Ding dann sagt, okay, am Vormittag, jeden Dienstag und Freitag bei diesem Instrument mache ich eigentlich immer Minus, dann weiß ich ganz genau, was ich in Zukunft eigentlich nicht mehr mache, damit diese Kurve dann von seitwärts irgendwie nach oben geht. Ja? Oder wenn es ganz schlecht ist, sie geht sowieso nach unten, dann kannst du mal schauen, wo du am schlechtesten bist und das auszusortieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig, was die ganze Statistik betrifft. Einfach sichtbar machen, wo bin ich gut und wo bin ich schlecht. Ja? Also ich habe zum Beispiel früher viel FDAX und S&P 500 gehandelt. Und der Markt ändert sich auch und das ist früher gut gegangen. Und dann nach ein paar Jahren ist das nicht mehr gut gegangen. Und mittlerweile handle ich Bonds. Ja? Also man kann dann selber auch gut sehen, über die Zeit natürlich, also nicht in einer Woche, über die gesamte Zeit, wie entwickle ich mich selber mit diesen Strategien, auf welchen Instrumenten, zu welchem Wochentag, zu welcher Jahreszeit, bin ich an dem Tag gut drauf, schlecht drauf, das haben wir wieder bei der Psychologie. Das spielt natürlich auch rein. Wenn ich schwerstens am Boden liege und depressiv bin oder ganz viel im Kopf habe, dann mache ich ganz andere Handelsentscheidungen, als wie wenn ich jetzt da hochjauchzend durch die Gegend renne mit einem Smiler und ich habe echt einen super Tag. Das spielt mit. Das spielt mit. Auf gut Deutsch, man ist grantig oder fröhlich in der Früh. Das spielt einfach mit, wie ich mit meinen Leuten umgehe. Und das spielt auch mit Handelsentscheidungen und was ich mache. Und es geht halt immer um Geld und um Risiko. Und das sollte man halt so transparent wie möglich machen, das Ganze. Sehr cool, ja. Was bei Atlas noch passiert, und dann bin ich auch schon fertig, wir haben direkt in der Plattform, also ihr könnt euch das einmal anschauen auf atlas.net, dann könnt ihr euch das gratis runterladen zum Probieren und einmal anschauen. Wir haben direkt in der Plattform einen Lernbutton. Da drückt man drauf. Da hat man dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden Videos, E-Books zum Thema zum Lesen. Man kann sich da eben den Grundstein selber richten. Das ist keine Ausbildung, aber man kann sich mit der Materie mal auseinandersetzen, um was es da überhaupt geht. Ja. Und dann gibt es halt Erklärungen, Erklärvideos und man wird einfach durchgereicht von vorn bis hinten, dass man den Grundstock einmal hat. Und ja, das wird auch immer mehr erweitert bei uns, dass der Kunde jetzt nicht irgendwie eine Plattform hingeklatscht kriegt und im Prinzip dann nicht weiß, wie er es bedienen soll und was er damit machen soll, sondern wir nehmen wirklich jeden Kunden bei der Hand, der hat das ganze Material zur Verfügung. Ich und das Team rund um meine Person im Support ist auch für die ganzen Kunden da, wo Fragen gestellt werden. Also man kann sich dort melden, man kriegt dann relativ zügige Antwort. Das, was uns auch unterscheidet, wir haben natürlich auch Mitbewerber, aber wir kümmern uns wirklich. Also bei uns brauchst du nicht eine Woche warten, bis sich irgendwer meldet, sondern wir sind da und wir machen auch ständig Webinare, wo über Neuigkeiten geredet wird. Also wir lassen im Prinzip die Leute, die was sich entscheiden dann. Es gefällt nicht an jedem. Wie gesagt, es gibt 100.000 verschiedene. Der eine macht Elliott-Wellen, der andere macht Charttechnik, der eine macht eben Volumen, Fibonacci, es gibt tausende Sachen. Also, und was funktioniert, was Geld bringt, funktioniert und das ist auch in Ordnung. Aber wenn man sich entscheidet, eben mehr Marktwissen bzw. Struktur zu sehen anhand des Volumens und wie, wo gehandelt wird, wie gehandelt wird, wo mehr verkauft wird, wo mehr gekauft wird, dann ist man halt eben, dann kommt man eben bei Atlas nicht mehr vorbei. Und wir schauen halt, dass wir da jeden bei der Hand nehmen und dass man mit jedem, dass jeder im Prinzip auch ein bisschen einen persönlichen Bezug zu uns kriegt und nicht einfach ein Produkt verkauft wird und friss oder stirb, sondern wir kümmern uns. Und das machen wir rundherum, also im Social Media, Webinare, E-Books, Blogs, Artikel. Also ihr werdet im Prinzip voll versorgt von dem Ganzen. Und was uns, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, unterscheidet bei der Konkurrenz, da schreibst du hin, hast eine Frage. Ich habe ja auch wegen meines Berufs, ich habe fast jede Trading-Plattform zu Hause. Ich muss mir natürlich auch anschauen, was machen andere, was machen die besser, damit wir noch besser machen. Also das ist auch immer ein Prozess. Es ist natürlich ein Konkurrenzkampf da. Wir versuchen innovativ zu sein. Aber schreibt es dort einmal in den Support hin.
Also da muss man echt froh sein, dass man irgendwann einmal nach 7 Tagen irgendwo eine windige Antwort kriegt. Und das ist, was bei uns eigentlich ganz oben steht, dass der Kunde sich bei uns wirklich wohlfühlt und man kümmert sich auch drum. Weil für das machen wir es auch. Ne? Sehr wichtig, ja. Auch bei mir, eigentlich innerhalb von einer Minute kriegen die schon eine Antwort, weil wir ja schon immer wissen. Deswegen haben wir alles immer parat. Das ist sehr wichtig, weil ich will eben nicht auf ein Feedback warten. Auch sehr wichtig noch zum Abschluss, weil ich dann noch Folgemeeting habe. Im Endeffekt hat da was sehr Wichtiges aufgegriffen. Auch bei mir eine Kundin, Annika, die hat dann auch eben so unser SDG-System ist auch so ein internes Tool, wo ich dann eben rausfiltern kann, auf welchen Wochentag bin ich am profitabelsten, vormittags, nachmittags, wo ich dann meinen Homeoffice-Tag hinlegen kann. Deshalb hat sie auch dann innerhalb von 14 Tagen neben ihrem Hauptberuf Vollzeit, hat sie das dann nebenbei schon die Challenge bestanden, Prop-Trading eben auch. Und das ist halt das Coole, ja. Und da habe ich einige mehr Sachen, aber ich würde jetzt den Rahmen komplett sprengen. Deshalb, wenn du jetzt eine richtig seriöse, intensiv betreute Trading-Ausbildung suchst, dann bist du eben bei uns bei Smart Trading Gains, dem ersten TÜV Austria zertifizierten Trading-Ausbildungszentrum aus Graz, Österreich, genau richtig. Da bringen wir das Ganze eben von null weg richtig bei, sodass eben aufgrund des blanken Kerzenchartes, egal was dann handeln willst, schlussendlich kannst du alles damit handeln, weil es eben einfach widerspiegelt, Spiel zwischen Käufer und Verkäufer, Angebot und Nachfrage. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Da bringen wir dir eben alles bei, damit eben endlich mal auch konstant Geld verdienst durchs Trading. Ja. Ich sage vielen Dank an Michael, Gern. dass er da war. Auch eine coole Tour durchs Penthouse-Büro gemacht. Ist richtig cool. Und wir sehen und hören uns bald. Bis dahin, dein Thomas. Ciao.